Hallo, grüß euch. Ich möchte euch jetzt sagen, wie ich meiner Meinung am besten Servo-Kabel verlängert, das was zu kurz ist. Ich zwicke das da mal beim Stecker so 4 cm ab. Dann wird es ungefähr 5 mm abisoliert. Das ist das Stück, habe ich mir schon vorbereitet, was mir zu kurz ist. Mache ich wieder. Ungefähr 5 mm. Dann pulle das Kabel voneinander. So. Ja. Dasselbe beim Servo. Ich tue mir deswegen dem an, weil das einfach günstiger ist, wenn man Meter war, der Hamling hat. Und es hat auch den Vorteil, dass nichts voneinander gehen kann. So, wieder 5 mm abisoliert. Ich bemühe mich zum Beeilen, weil das sonst einfach irgendwie lang wird und das Interesse für die Leute dann relativ schnell schwindet. Das traue ich jetzt einmal händisch vorher zusammen. Bitte nicht verzinnen, weil sonst kann man nachher die Kabel nicht mehr gescheit zusammendrillen. So, ich stecke jetzt da einen Schrumpfschlauch drüber. Habe ich mir auch schon vorbereitet. Jawohl. Und ein drittes Mal. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sieht. Ja. Okay. Vorbereitet. Dann seht ihr, das Kabel hat sogar dieselben Farben, da braucht man nicht einmal einen Augenblick überlegen. Jetzt habe ich da mal das Orange beieinander. Das verlötet gleich einmal, dann kann es nicht mehr voneinander gehen. Es geht ganz einfach. Ausmachen, Zinn drauf, ist schon verzinnt. Ich zeige euch das nachher nochmal genauer, was ich da mache. Ja. Das rote, das nächste, und jetzt glaube ich, geht das schwarze oder das braune für mich auch gleich mit. So, Herling, da braucht man auch gar nicht genau schauen. Also, ich so, naja, so geht es auch wieder nicht. So, jetzt können wir glaube ich ausschalten. Schauen wir uns das da an zur Kamera. Schaut mal, das ist jetzt relativ lang. Macht nichts. Das wollte ich eigentlich so. Das zwickt man jetzt da rein. Nicht zu viel wegzwicken, sonst löst sich das Ganze wieder auf. So. Heißluftföhn schalten wir dabei. So schaut's ja. Ich hoffe, dass man das sieht. Und jetzt den Schrumpfschlauch drüber schieben. Das gehört halt einfach ein bisschen umknickt, genau. Ist ein bisschen eine Geduldsarbeit, aber schaut her, jetzt habe ich gleichmäßig alles drüber geschoben. Verschrumpfe jetzt. Probier, dass ich mir die Finger nicht brenne. Ja, normalerweise kann man da jetzt noch einen Schrumpfschlauch drüber tun. Mache ich aber nicht so, weil es wird dann so dick und so schnell und so bringe ich es noch besser im Flieger rein, weil das ist ziemlich eng dort. So. Dasselbe war da, abisolieren. Ich zeige euch aber das jetzt nicht mehr, weil das ist genau dieselbe Geschichte wie vorher. Und schaut her, das Kabel hat halt dann nachher die Länge, die was ich brauche für meinen Flieger. Okay, für dich.